Ein Ei ist ein nahrhafter Schatz. Es enthält viel Eiweiß. Man braucht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass in dieser glibberigen Masse Stoffe schwimmen, die von der Haarspitze bis zum Herzschlag einmal alles werden können. Wie im Eischnee können sich die Eiweiße auch bei uns im Körper verbinden. Viele Eiweißbausteine bilden ein Gitter. Das ist stabil und trotzdem beweglich. Knochen oder Muskeln sind so gebaut. Aber auch das Herz und das Gehirn bestehen zu einem großen Teil aus solchen weichen und doch starken Gittern. Eiweiße können aber auch sehr beweglich sein und andere Stoffe durch das Blut transportieren. In den roten Blutkörperchen gibt es einen Farbstoff, Hämoglobin, ebenfalls ein Eiweiß. Das transportiert Sauerstoff. Den braucht jede einzelne Zelle zum Überleben. Rund um die Uhr liefern diese Eiweiße den Sauerstoff aus. Vom Gehirn bis zur Fußsohle. Und Eiweiße können noch mehr. Sie kümmern sich um unsere Gesundheit. Viele Eiweiße arbeiten im Kampf gegen Bakterien und Viren. Die einen lotsen das Team zum Brandherd, eine Entzündung oder Verletzung. Die nächsten fangen den Feind, andere reparieren die Schäden. Etwa 20.000 unterschiedliche Eiweiße hat man bisher gefunden. Jedes mit einer eigenen Form und besonderen Aufgabe. Aber nur wenn sie alle ihre richtige Form haben, können sie auch arbeiten. Deshalb muss das Erbgut besonders beschützt werden. Denn das ist der Bauplan für die Eiweiße. Diesen Job übernehmen wieder Eiweiße. Finden Sie einen Fehler, rufen Sie die Kollegen. Diese reparieren den Fehler, indem sie die kaputte Stelle ersetzen. Eiweiß ist also viel mehr als nur ein leckeres Gebäck. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal. Denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.